Willkommen aus München, hier haben wir das HP ProSlate 10 EEG 1. EE steht für Education Edition, also für die Schulen wunderbar geeignet. Hier ein Tablet mit einer Dockingstation, die wir natürlich hier rugged benutzen können. Heißt, das Ganze schön stabil gebaut für Schüler, die hier damit tagtäglich dann natürlich umgehen wollen im Klassenzimmer. Hier haben wir natürlich ein Windows 8 installiert, bald wahrscheinlich auch 10, gerade sogar gelockt, aber halb so wichtig, denn wir schauen uns das Gerät einfach von außen an. Wie ihr sehen könnt, hier einmal der Dockanschluss, dann hier ein paar Anschlüsse, die ein bisschen abgedeckt sind, falls mal Wasser oder irgendwas Staub hier drüber oder nicht drüber gekippt wird, aber damit das Ganze natürlich hier schön lange hält, mit trotzdem vielen Anschlüssen, wie zum Beispiel SIM-Card-Slot, Kopfhörer, Strom, falls es nicht über die Dock geladen wird, Micro-USB und HDMI. Micro-HDMI, Lautstärkeregler natürlich auch dabei, oben der An- und Ausschalter. Ein Stift auch sehr wichtig, damit wir das Ganze hier wunderbar verwenden können. Und der ist extrem stabil hier dran gebaut. Also wir können auch an dem Stift das Gerät aufhängen, wenn wir wollen. Wurde uns demonstriert. Kann ich jetzt hier schwer machen in dem Video. Aber dann später, wenn wir es eventuell testen. Und auf der Rückseite natürlich auch noch eine Kamera drin, falls dann doch mal auch was fotografiert werden sollte oder gecheckt werden soll. Technische Daten sind natürlich, je nachdem wie es bestellt wird, unterschiedlich. Intel-Prozessor hier aber drin und auch noch vorne eine Kamera, falls doch mal auch zu Hause das zum Chatten oder ähnliches verwendet werden soll. Auch 4G ist optional drin, bis ins 3G. Also hier wunderbar zum einfach auch unterwegs mal im Internet surfen. Und das Ganze, wie wir sehen können, nicht magnetisch oder hier so festgedockt, sondern das Ganze zum Mitnehmen auch nicht wirklich so gedacht, sondern in der Schule wird wahrscheinlich dann einfach hier die Tastatur gelassen, aber alles schön stabil hier gebaut, fühlt sich auch gut an und noch ein natürlich nicht fertiges Produkt eigentlich hier, das HP ProSlate 10 EE G1, aber kommt wahrscheinlich bald auf den Markt, für vor allem Schulen gedacht als Education Device und mal schauen, wie es sich in Deutschland durchsetzen wird. Mein Name ist Balazs Kafin, dass du zugeschaut hast, bis zum nächsten Mal, vergiss nicht unseren YouTube-Channel zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.